Ganovische Abzocke. So. Geh weg. Ich mag dich nicht. So. Da habe ich auch genug Wolle für ein Bett. Machen wir uns mal schnell ein Bett, ne? Bettchen, 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 Bettchen. Super. Guti. Dann machen wir jetzt erstmal. Oh, mal gucken. Ist hier irgendwo irgendwas Böses in der Umgebung? Irgendwie nicht, ne? Als hätte ich das irgendwie nicht richtig eingestellt. Aber hier ist Schwierigkeit normal. Da kommen doch eigentlich normalerweise irgendwelche bösen Viecher, die dich töten wollen. Und irgendwie fehlen die mir gerade sowas von richtig ganz frontal komplett. Ja. Ja, ich denke mal, die erste Nacht werden wir ganz rustikal mal. Hier so in so einem Loch vergraben. Ja, nebenbei, was mache ich überhaupt in meiner Freizeit? So, falls da diese Fragen aufkommen, keine Ahnung, was mache ich groß in meiner Freizeit? Boah, ich würde sagen, meine Freizeit besteht zu 90% irgendwie aus am Computer gammeln, mit Freunden treffen, meine Serien gucken. Ich bin leidenschaftlicher Fan von, wie heißt das? Von Naruto und One Piece. Nebenbei gucke ich auch Fairy Tales, aber da bin ich nicht so ganz hinterher. One Piece bin ich derzeit bei Folge, keine Ahnung, Staffel 3 Folge, lass mich nicht lügen. Ich würde sagen Folge 9 oder 10. Die haben da gerade mit den Samuraien so ein bisschen was gemacht. Also haben sich die gerade die Samurai, so Samurai, ja, geiles Wort, ey. Ja, die Samurai haben sich halt getroffen, die 7 Samurai, um einen neuen Siebten zu, sozusagen, zu ermitteln. Und ja, der wurde auch gleich vorgestellt. Dann hat man Flamingo gleich noch getroffen und so, aber ey, ich denke, das gehört jetzt nicht ganz so zum Thema. Aber es ist ja, es geht ja alles noch bergauf, habe ich gehört, ne? Wenn mir jetzt hier gleich ein Creeper reinspringt, ne, dann schrei ich. Sicher, gut. Ne, jetzt brauchen wir dafür nochmal ein Dings. Ja. Oh, ey, das gefällt mir hier richtig gut. Hier sind noch so ein paar Bergziegen. Ich nenne sie jetzt Ziegen, auch wenn es Schafe sind, ich weiß. Da hinten ist so ein Berg. Der gefällt mir gar nicht so schlecht. Mal gucken, wie wir hier wieder am besten Falle runterkommen, natürlich ohne Damage zu kriegen, habe ich gehört. Ihr Schlawiner. Ganoven und Schlawiner. Oh, hier war ein Skelett. Meine Fresse, habe ich Glück gehabt. Ich denke mal, das erste Haus wird hier so hinkommen. Es wird aus Holz sein. Ich brauche dunkles und helles Holz. Dann brauche ich auch noch ganz viel Gravel. Ich möchte aus Gravel die Wege machen. Naja, bauen wir uns erstmal ein Haus. 3-mal auf Holz geklopft, Mensch. Tatsache. Hab. Und was ich so an Musik mag, ist ganz, ganz, ganz wie Battle Rap. Ich bin jetzt nicht einer von diesen JBB-Kids, aber manche Runden davon gehen echt schon gut ins Ohr, muss ich sagen. Also so, von mir aus gesehen, gehen die ziemlich gut ins Ohr sogar. Ich denke mal, wir dürfen jetzt schon fast die erste halbe Stunde gefüllt haben. Ey, das geht ja schneller als erwartet. Ich dachte, das zieht sich jetzt hier echt wie Kaugummi, aber finde ich ganz cool. Ja, wenn euch mein Let's Play hier irgendwie gefällt, dann sagt mal das, ne? Gebt mir Rückmeldung, gebt mir Feedback. Ich bin dafür alles offen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, ja, habe ich Pech gehabt, oder? Werde ich genauso sterben wie alle anderen. Aber hey, der Wille war da. Ich denke mal, das ist irgendwie so ein bisschen was, jedenfalls was zählt. Hey, passt perfekt. Na, dann noch den Baum kurz abhaken und ich denke mal, dann sollten wir das erste Häuschen zimmern, ne? Machen wir uns jetzt mal hier. Oh, so. Och, fuck.
Ich denke mal, was machen wir als Fußboden? Ich habe da noch keine Ahnung. Ja. Geht, geht's. Dann machen wir, ich denke mal. Wie machen wir das jetzt am besten? Gut, das geht einfach weg, ist schön. Soll ja nicht die Riesenwohnung werden, ne? Das erkläre ich gleich, wieso ich jetzt hier noch einen Platz lasse. Da mache ich nämlich ganz normalen. Und einen Seiteneingang oder einen von vorne einen Eingang? Und wie breit überhaupt? Ich glaube, noch ein breiter. Denkt man, darauf kann man leben, oder? Verdammt. Ich bin doch leider zu dumm, um aus dem Boss zu schielen, ey. Es gefällt mir aber wieder nicht, dass hier. Egal. Muss man kurz so ein bisschen Terra Mining machen, was ich irgendwie so ein bisschen vermeiden will in den ersten paar Folgen. Und wenn dann das erste größere Projekt steht, also man schon mal so angefangen hat, hier irgendwie halbwegs gut zu leben, dann kommen, ich glaube, können wir um Terra Mining nicht rumkommen, oder? Denke ich jedenfalls. Oder wie seht ihr das? Wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr mir erstmal in die Kommentare schreiben und mir eine Idee geben oder irgendwie sowas, in was die Richtung das Dorf oder keine Ahnung, was das hier überhaupt wird. Jetzt habe ich da kein Holz, jetzt muss ich hier wieder Birken töten. Dann machen wir das mal, ne? Tue ich ja gerne. Aber wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, was ich machen soll, dann sagt's mir. Und ich versuch's dann irgendwie realisierbar erstmal umzusetzen und zu gucken, mich schlau zu machen. Papa, was heißt Baupläne, aber mich ein bisschen im Internet zu informieren. Falls das mit Redstone und so zu tun hat, weil da bin ich echt eine Niete. Dann nehme ich mir dann immer noch extra paar Stunden, um dann erstmal zu gucken, wie ich das mit dem Redstone gedeichselt kriege, weil. Alter, Redstone, ne? Das Zeug kann ich in die Tonne treten. Eine Verbindung von A zu B legen, das kriege ich hin, aber wenn dann da irgendwelche Stopper und so ein Schweiß und Zwischenteile Sachen rein sollen, ne? Dann fange ich echt an zu rotieren. Blümchen, Pilz! Oh, wie süß! Wie süß! Hohoho. Ja, gut, ich glaube, das sollte schon reichen, oder? Hier für so ein kleines Schlawinerhaus für mich sollte das wohl eine Möglichkeit werden. Eine Möglichkeit. Eine ganz simple. Eine ganz simple. Judy. Vielleicht werde ich sogar ein bisschen Adventure aufnehmen. So ein bisschen Adventure Maps. Bisschen zocken. Ich weiß, ihr könnt dann natürlich wieder alle sagen, oh, das hast du von dem oder dem abkopiert, aber irgendwie. Die großen Let's Player nehmen schon echt die besten Maps raus. Ich habe mich ja mal so informiert über. Also, die haben da schon echt ein paar nette Maps. Oh, jetzt wird es gleich wieder peinlich, Alter. Ich weiß schon nicht wieder, wie Scheiben gehen. Ich denke gerade darüber nach, wie man Scheiben macht. Also nicht Glasblöcke, sondern Scheiben. Geht ja auch, ne? What the fuck? Ah, okay, das reicht dann aber auch, ey. Ja. Guti, meine Freunde und Töchter. Ich denke mal, wir haben jetzt schon, glaube ich, so gut an die 40 Minuten, 45 Minuten, 30 Minuten. Und ich versuche mal die Stunde voll zu machen. Also mache ich bis 20 nach oder ich mache mal bis 25 nach, ne? Mal gucken, wie weit wir kommen, wie viele Tage und Nächte wir hier noch erleben werden. Und ich werde dann gleich mal nebenbei schon mal anfangen mit Weizen anbauen und sowas, weil dann kann ich schon mal die Kühe zum Beispiel locken und kann dann schon mal anfangen, so ein bisschen Tiere zu züchten, also so ein bisschen sichere Nahrung ranzuschaffen hier. Und ja, versuchen wir natürlich alles schön dekorativ und schön zu machen, ne? Und wenn es also klappt, wie ich es mir vorstelle, wird das hier eine richtig schön lange Let's Play-Folge? Und dann denke ich mal, wird das auch richtig geil. Ja, gut. Ich habe mal eine Frage an euch.
Boah, was haltet ihr von Ebola und so? Wie steht ihr zu der ganzen Geschichte jetzt auch gerade zu diesen neuen Vorfällen mit Ebola-Zombies und dies und das? Und ich hoffe. Yuppie, gut. Ich hoffe. Oder wie steht ihr überhaupt zu dieser ganzen Geschichte mit Ebola, mit den Ebola-Zombies, dass, ob sie jetzt wirklich existieren, ob das bloß eine Mythe ist, weil die komplett im Stress waren und einfach mal einen Typen nicht wirklich als tot erklärt haben oder als tot erklärt haben und das dann irgendwie voll nach hinten losging und die das dann als Ebola-Zombies jedenfalls vertuschen wollten. Und was ihr davon haltet, dass es sogar welche geben soll, die ja gegen ein Gegenmittel haben, weil. Man, ich habe das gelesen, ob es stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, dass es stimmt, weil das relativ plausibel klingt. Also die Russen hatten mal wohl vor im Kalten Krieg eine Gaswaffe entwickelt und das wohl auf einem Ebola-Bakterium oder Virus. Und weil die Russen natürlich schlau sind, haben sie sich so gedacht, machen wir dagegen halt mal ein Gegenmittel gegen die Gaswaffen. Man weiß ja nie, wem sie in die Hände fallen könnte. Und dann, ja, haben halt die Dings, die Russen da ein Gegenmittel gegen Ebola sozusagen gemacht und kamen damit halt so ganz langsam mal an und sagten so, hey, wir haben so ein Gegenmittel gegen eure Krankheit. Oder irgendwie so, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Also, falls, es klingt plausibel, es klingt auch irgendwie realistisch, sagen wir es so rum, weil ich denke mal, die Russen haben echt viel im Köpfchen und können uns auch mal allen richtig an Eier ziehen, wenn die da mal ihre Gaszähne zumachen oder Öli, ne? Sagen wir es mal lieber so rum. Da haben sie uns alle richtig an der Eier. Und dann geht's rund, ey. Dann Sanktionen, ey. Dann wird Deutschland keine Mercedes mehr nach Dings exportieren, nach Russland mehr exportieren. Das sind echt schlimme Sanktionen für Dings, für, wie heißt das, für Russland. Ja, was könnte man denn groß gegen Russland ausmachen? Die sind einfach ein super wirtschaftsstarkes Land durch Öl. Die haben mega viel Fläche. Ja, und wenn wir dann halt Europa sozusagen ihren Hahn zumacht, dann na und, dann kaufen die halt über andere Länder sozusagen, dann kaufen sie die über Verkäufer zum Beispiel aus Kasachstan oder aus dem Osten, noch weiter aus dem Osten oder aus anderen Ländern, China oder so. Die sind natürlich jetzt mit den Sanktionen nicht so wirklich dabei. Und deswegen würde ich sagen, kann man relativ wenig auch mit Sanktionen gegen Mütterchen Russland ausmachen. Ja, guti, dann haben wir jetzt schon mal. Spinnen kommen immer noch rein, scheiße. Ja. Kann man relativ wenig dagegen ausmachen. Ja, mich interessiert mal da eure Meinung und ja, würde auch gerne mal eure Meinung dazu hören, wie ihr dazu steht. Was passiert jetzt zwischen mit den Sanktionen, mit Ebola, mit Russland und allgemein? Zu meinen ganzen Fragen könnt ihr ja mal einfach eine Antwort da reinstellen. Ne? Ja. Und ich denke mal, das ist ein relativ spannendes Thema. Zwar nicht für jeden, aber ich denke mal für viele. Oder für viele, die ja Lust drauf haben. Was wollte ich jetzt nochmal? Ja, stellen wir nochmal gleich den Ofen daneben, dann habe ich das auch. Dann machen wir uns nochmal schnell. Zack. Eine Kiste. Jede Menge Müll, den ich hier habe. Obwohl Müll würde ich es gar nicht nennen. Weil zum Beispiel. Sorry. Mal kurz einen Schluck trinken. Ja, einmal zum Beispiel Sachen wie zum Beispiel Knochen. Damit könnte ich mir nochmal ein paar Hunde snacken. Weil ich finde Hunde total geil. Hunde sind echt super geil. Ich habe auch selbst persönlich drei, also im Real Life. Ich schicke euch davon einen Link, wenn ihr wollt. Ja. Und ja, ich finde die in Minecraft eh super geil. Die gucken dann immer total geil an und sind natürlich der beste Freund des einsamen kleinen Minecraft-Charakters. Oder Charakters, wohl eher. Und ja. Gucken wir mal, was machen wir jetzt? Wir machen ein Dach, dann brauchen wir noch die Pfeiler dazu, ja, dann fangen wir mal an.
Mal gucken wir. Da stehen Creeper. Das gefällt mir irgendwie alles nicht. Vielleicht kriege ich es ja hin einfach mal. Ich lege mich einfach mal ins Bett, mal schauen.